Mir ist gerade ein riesengroßes Missgeschick passiert. Ich bin so am Sägen mit meiner Bandsäge, da reißt mir das Sägeband und dann muss ich feststellen, ich habe kein neues Sägeband. Aber zum Glück habe ich noch die Sägebänder hier. Die sind für die Parkside Metallbandsäge. Die habe ich mir sage und schreibe vor 3,5 Jahren gekauft. Ich habe jetzt hier alles gesägt, was ich sägen musste. 12 kleine Sägezuschnitte, 60x60 Vierkantrohr, hat die Säge gut gemacht. Und da habe ich gedacht, von wegen, ich nehme mal spontan die Kamera, mach mal ein kleines Review, beziehungsweise mach mal einen kleinen Erfahrungsbericht nach 3,5 Jahren. Und ich kann euch wirklich eine Menge zu der Säge sagen. Ich habe die ersten 2 Jahre diese Säge sehr intensiv genutzt. Es gibt viele, die lästern über die Säge, viele, die schimpfen über die Säge und es gibt andere, die sagen, die Säge ist wirklich super. Wahrheit liegt meistens so in der Mitte. Ich habe so ein paar Pro, ein paar Kontras von der Säge, aber im Prinzip bin ich danach und wie vor zufrieden. Die Säge, kann man auch sehen, funktioniert nach wie vor. Die hat 1100 Watt, hat also richtig Kraft. Ich habe hier eine Drehzahleinstellung. Ich habe hier oben Licht, das funktioniert auch nach wie vor. Also man kann da wirklich mit arbeiten. Ich habe damals 100 Euro dafür bezahlt. Mittlerweile kostet sie, glaube ich, im Angebot 119 Euro. Wie gesagt, ich muss mir für meine andere Säge ein neues Metallband kaufen. Die andere Säge habe ich vor 1,5 Jahren angeschafft. Dann ist diese Säge in meiner alten Werkstatt geblieben. Da habe ich gelegentlich auch noch was mitgesägt. Aber 2 Jahre habe ich sie wirklich sehr intensiv genutzt. Vor diesen 3,5 Jahren hatte ich wirklich nur eine Kreissäge und eine Metallkreissäge. Und das ist natürlich immer eine Sache, ist sehr, sehr laut und macht natürlich viel Dreck. Hier sieht man, der Dreck ist relativ lokal begrenzt. Man kann hier schöne Sägeschnitte ausführen. Und das gucken wir uns mal als erstes an, wie die Qualität des Sägeschnittes ist. Das hier jetzt mein letzter Sägeschnitt. Und den gucken wir uns mal an. Das ist von oben. Und da sieht man so von oben, da ist wirklich kein Spiel dran. Also das ist wirklich richtig gut. Wir gucken uns auch gleich an, wie ich das Ganze eingestellt habe, dass ich das so gut hingekriegt habe. Ist im Prinzip auch eine ganz einfache Sache. Muss man sich ein bisschen Mühe geben, aber dann kriegt man das wirklich auch sehr genau hin. Auf der anderen Seite, ich drehe das hier mal ganz vorsichtig. So. Auf der anderen Seite habe ich dann den Schnitt nach unten. Und da habe ich so eine kleine Abweichung. Das sieht man hier minimal, aber die ist schon da. Ne? Also da ist so eine kleine Abweichung drin. Das kriegt man auch bei der Säge nicht besser hin. Aber das ist auch im Prinzip also jetzt wirklich zu vernachlässigen. Für Schweißkonstruktionen, ob hier jetzt mal ein halber Millimeter auf 60 Millimeter da ist, ne? Das ist im Prinzip, sieht man hier, so ein ganz leichtes Gekippel hat man hier. Ne? Aber das ist wirklich auch zu vernachlässigen. Im Prinzip den Sägeschnitt oben, den können wir sehr gut ausrichten. Den seitlichen Sägeschnitt, also ob die Säge an sich gerade läuft, das können wir hier in der Form natürlich nur sehr schwer beeinflussen. Das wäre mir auch prinzipiell zu komplex, da irgendwas zu verbauen oder irgendwas umzubauen oder irgendwas. Also das würde ich nicht machen. Aber im Prinzip von wegen ist das schon ein relativ genaues Sägeergebnis. Jetzt wird der ein oder andere schreien, bei mir ist das nicht so, das kann sein. Das erste, was ich gemacht habe von wegen, ist wirklich, dass ich das Ganze hier hinten mal richtig angeknallt habe. Man sieht normal, wenn man die Säge kauft, dann fällt diese Säge hier einfach runter. Ja? Das heißt, die hat keinen Halt. Bei mir hält die in der Form, weil ich es einfach mal vernünftig angezogen habe. Nicht mit übermäßiger Gewalt, irgendwann wird es sich natürlich nicht mehr bewegen. Da drin ist ein Lager. Aber man sieht schon, dass das hier halt auch so ein Schwachpunkt ist. Ne? Und wenn das hier nicht hundertprozentig fest ist und ich habe jetzt schon 3, 4 von den Metallbandsägen gesehen, ist bei keiner. Das heißt, einfach ein Schlüssel, ist glaube ich ein 19er Schlüsselweite und dann pfeift man das Ganze mal richtig an und dann hat man das schon deutlich besser. Dann, was ich hier mache, ich mache immer einen Probeschnitt. Und nach dem Probeschnitt wird das justiert. Man sieht hier hinten, man hat hier nur so eine grobe Skala. Danach kann man natürlich nichts genau einstellen. Ja? Das heißt, von wegen Schritt 1 ist von wegen, ich habe das hier mal richtig angeknallt. Dann ist das hier schon mit deutlich weniger Spiel. Es ist schon deutlich gerader, muss man natürlich gucken. Kann auch immer sein, dass jemand mal eine Säge hat, die nicht so genau ist. Aber bei der Säge war es vorher, dass es noch stärker weggelaufen ist. Vorher hatte ich wirklich 2-3 mm bei so einem 60er Vierkantrohr, nachdem ich es mal richtig angepfiffen habe. Nachdem war es auch gerader.
Nächster Punkt ist natürlich, ich habe nur diese beiden Verschraubungen. Man könnte sich jetzt noch irgendwas hier anbauen, klar. Ich habe es auf 0 Grad, also dass es ein gerader Schnitt ist, ausgerichtet. Wenn man hier 45 Grad, 30 Grad macht oder irgendwas, muss man es natürlich immer neu justieren. Jetzt habe ich es auf 0 Grad, habe einen Probeschnitt gemacht, habe noch einen Probeschnitt gemacht, bis ich wirklich solche guten Ergebnisse hingekriegt habe. Und dann habe ich das hier richtig angeknallt, dann habe ich das hier richtig angeknallt. Und dadurch ist es fester, ist es noch mal stabiler. Das heißt also, das ist wirklich gut handfest. Ne? Irgendwo nach fest kommt ab, das sollte auch immer klar sein, aber auf jeden Fall ist es richtig, richtig gut angezogen. So haben wir hier eine sehr gute Festigkeit. Ja? Und da sägt das auch deutlich besser. Also das sind so meine Maßnahmen. Wenn man jetzt 45 Grad sägen will, dann muss man sich das halt auch dementsprechend einstellen. Aber wenn man hier mit 45 Grad sägt, kleine Säge, kleine Schnittbreite, dann ist da wirklich auch bei, glaube ich, 30 mm Vierkantrohr, ich glaube maximal kann man 40er Vierkantrohr damit absägen. Also so viel kann man hier auf 45 Grad schon nicht mehr sägen. Ne? Das ist relativ limitiert. Nächste Sache, die natürlich den Schnitt auch unglaublich optimiert, ist, wie ich das Ganze hier einspanne. Ich habe es erstmal jetzt so, sieht man hier, ich habe hier hinten noch ein kleines Blech untergelegt. Das heißt, ich hatte diesen kleinen Helfer, diesen kleinen Bock hier rangespannt. Es war nicht hundertprozentig, darum habe ich noch ein ganz kleines, das ist ein Millimeter Blech hier untergelegt. Dadurch ist es noch ein bisschen idealer geworden. Das ist ein Punkt, ja, wenn er hier schon schräg reinkommt oder so, dann sägt er natürlich auch schräg. Das ist ja ein sehr kleiner Schraubstock und das ist eine sehr kleine Aufnahme hier. Ja. Gerade bei einem längeren Rohr und auch bei kürzeren Rohren haben wir natürlich schnell Probleme. Nächster Punkt ist, wenn das wie hier so ein Rohr ist, eben war es noch ein Stück länger, dann ist es natürlich ein riesen Kraftaufwand. Ich kann es nicht hier so in der Form positionieren und dann erwarten, dass der Schraubstock das Ganze dann irgendwo hinzieht. Wird sehr häufig gemacht, ist auch eine Sache, das kriegt er jetzt nicht hin, kann ich jetzt schief einspannen, dann zieht sich das in irgendeiner Form hin und dann sägt es auch schon schiefer. Das sollte man dem Schraubstock in der Form nicht antun. Das heißt, vernünftig ranschieben an den Anschlag oder hier hinten an diesen Anschlag, ja, und dann vernünftig spannen. Das hatten auch viele gesagt, von wegen, wo ich das mal vorgestellt habe, erinnere ich mich wie heute dran, von wegen, das ist so eine Schnellverstellung, finde ich nach wie vor wirklich genial und funktioniert auch noch in der Form. Funktioniert nach wie vor und also ist relativ robust. Es sind die Zähne, sind hier auch alles noch heile. Viele hatten mir geschrieben, von wegen, das hält keine 5 Wochen. Es hat 3,5 Jahre jetzt gehalten, wie gesagt, 2 Jahre intensive Nutzung. Und das ist sicherlich ein Punkt, von wegen, das auch positiv ist. Was bei mir auch ein großer Gamechanger war, waren die Sägebänder. Wie gesagt, ich habe jetzt diese Bayernwald-Sägebänder, habe ich auch gerade eben gewechselt. Soll jetzt keine Werbung für die sein, ich habe mit denen nichts zu tun, aber ich hatte mir vorher mal sehr günstige gekauft im Internet, halt, ich bin Sparfuchs. Hier war auch ein sehr günstiges verbaut. Das war okay, was verbaut war. Das, was ich mir gekauft habe, war sicherlich auch okay. Dann habe ich mir 3 Stück davon gekauft von wegen und das ist eine ganz andere Liga. Ist wirklich eine ganz andere Liga. Das Sägeband an sich ist ein bisschen dicker. Das Sägeband an sich hat eine ganz andere Stabilität von wegen. Ich kann das zwar hier auch noch bewegen, und aber trotzdem von wegen, da sägt man ganz anders. Das ist auch eins der größten Mankos an dieser Säge. Ich habe hier nur diesen Hebel. Wenn ich den löse, dann geht die Spannung von dem Sägeband. Ich kann das hier nicht nacharretieren. Bei den meisten Bandsägen habe ich irgendwo eine Möglichkeit, dass ich das hier nachspannen kann. Das habe ich hier wirklich nicht. Das ist auch so einer der größten Mängel oder Mangel an dieser Säge, ja, dass man das hier wirklich nicht richtig nachstellen kann. Dann würde man sicherlich auch noch ein bisschen genauere Schnitte hinbekommen. Das Ganze, was hier unten so ist, das sieht man halt. Ich habe es, wie gesagt, alles so ein bisschen nachgestellt, jetzt richtig angeknallt. Ich werde es in der Form auch nur noch für 0 Grad verwenden. Keine 45 Grad, das Umbauen ist mir zu schwierig. Aber man sieht von wegen, man hat hier wirklich Spiel. Wenn man hier dran drückt, durch das Ganze richtig festziehen und das Ganze hier festziehen, ist dieser Spiel deutlich weniger geworden, aber es ist trotzdem nach wie vor da. Darum müsste man auch immer oder muss auch immer, wenn man hiermit sägt, so ein bisschen vorsichtiger sägen. Das heißt, ich säge hier ein bisschen mit Gefühl. Die Säge ist jetzt so schön fest eingestellt. Ups, jetzt ist diese Arretierung hier drin. Mal rausnehmen. Ich kann die Säge hier schön einstellen. Das ist auch ein Vorteil, wenn das hier festgezogen ist. Jetzt kann ich hier auch genau nach Anriss sägen.
kann die also genau darüber fixieren, kann jetzt mein Bauteil genau einspannen und dann kann ich da loslegen. Also im Prinzip, ich bin da nach wie vor von der Säge relativ überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Man muss immer Preis-Leistung irgendwo vergleichen und das ist wirklich okay. Also mein Fazit ist ganz klar, der Schraubstock ist zu schmal, die Auflage müsste hier deutlich größer sein, auch die Spannbreite müsste hier größer sein. Hier unten müsste es so sein, dass das Ganze wirklich ein bisschen fester ist. Hier müsste man auch noch nachspannen können, an dem Hebel das Sägeband mehr nachspannen können. Das ist es aber im Prinzip. Wenn man sich mal ein Sägeband gönnt, was ein bisschen besser ist, und ich glaube, die kosten auch 15 Euro oder so, ich suche die auch nochmal raus, verlinke die hier unter, dann hat man da im Prinzip eine gar nicht mal so schlechte Säge. Einstellen habe ich auch in der Form erklärt. Ich weiß nicht, was manche Leute da machen. Vielleicht gibt es auch mal Serien, die von den Sägen überhaupt nicht funktionieren. Ich bin auch immer der Meinung, viele Leute sind überhaupt nicht selbstkritisch. Da wird so eine Säge gekauft und dann wird irgendeine Geschichte erzählt und so. Ich denke mal, die kommen auch mit anderen Sägen dann nicht klar. Muss ich immer ganz ehrlich sagen, wenn ich das höre. Also ich kann damit vernünftige Arbeiten ausführen. Wenn ich jetzt hier erst 0 Grad, dann 45 Grad sägen will oder so, dann bin ich hier bei der Säge falsch. Wenn ich das hier jedes Mal umstelle und wieder richtig ausrichte oder so, das ist eine ganz andere Liga, was meine Säge da bietet. Und da bin ich natürlich auch froh drüber. Da kann ich wirklich erst 0 Grad sägen, dann 15 Grad, dann 30, dann 45 und dann passt das Ganze. Aber wie gesagt, von wegen hier, jetzt das Ganze schön gerade ausgerichtet. Wenn ich jetzt 45 Grad sägen müsste, ich hätte keine andere Säge, ich würde mir das hier auch einstellen, würde damit sägen, würde es nochmal korrigieren, vielleicht ein, zweimal und würde es dann auch hinkriegen, damit vernünftig zu sägen. Das ist wirklich nicht so ein Hexenwerk und es funktioniert auch, zumindest bei denen. Ich habe, glaube ich, 3 oder 4 Sägen bisher davon in der Hand gehabt, bei denen hat es allen funktioniert. Ansonsten von der Qualität hier oder so, man muss auch sagen, Güde, Scheppach, die verkaufen ja alle die gleiche Säge. Das sind so Sägen, die gibt es wirklich in zig verschiedenen Varianten und hier oder in zig verschiedenen Farben, muss man sagen. Die Sägen sehen immer sehr, sehr ähnlich aus. Und das sind hier mit Abstand die günstigsten. Und 1100 Watt ist auch nicht schlecht von der Leistung. Wir haben hier eine Drehzahlregulierung, wir haben hier eine kleine Lampe, wir haben hier unten eine Befestigung, können das auch mit in der Hand nehmen, können da mit einer Metallsäge auch irgendwo sägen. Das Ganze macht wenig Dreck. Das waren ja bei mir auch so die Vorteile, warum ich diese Säge gekauft habe. Macht deutlich weniger Dreck als eine Kreissäge und eine Metallkreissäge. Und auf der anderen Seite macht es auch deutlich weniger Lärm. Ich habe hier den Dreck richtig schön begrenzt. Den werde ich gleich mal mit meinem Spänesammler ein bisschen einsammeln von wegen. Und dann ist der ganze Schweißtisch wieder sauber. Wenn ich jetzt hier eine Metallkreissäge rausgenommen hätte, dann wäre wieder so viel Dreck hier. Hätte ich jetzt auch keine Lust. Was ich nochmal machen will mit der Säge, ist hier ein bisschen umständlicher, als ich mir das vorgestellt habe, weil das Sägeband ja von hier anläuft. Das heißt, ich wollte mir gerne nochmal so eine Tischsäge damit bauen. Ja, es gibt so verschiedene Varianten, aber die normale Variante, dass man die Säge gerade hochstellt, würde hier nicht funktionieren. Das läuft da hinten zu weit aus. Ich weiß nicht, ob ihr mir jetzt folgen könnt. Und hier einfach so einen Tisch einspannen, das würde bei der Säge leider nicht funktionieren. Darum muss ich mir dann nochmal was anderes überlegen. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch das interessiert. Dann würde ich das Projekt auch weiter verfolgen, dass wir aus dieser Parkside Metallbandsäge mal eine Parkside Tischbandsäge machen. So, ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Was ich jetzt habe als Alterungserscheinung ist im Prinzip nichts an dieser Säge. Das Einzigste, weil man die Spannung hier nicht erhöhen kann und die Gummis innen schon so ein bisschen abgenutzt sind, habe ich es, wenn ich jetzt mit viel Kraft arbeite, das darf ich auch nicht vergessen, dass das Sägeband dann doch mal durchrutscht. Das muss ich fairerweise sagen. Das ist der einzigste Verschleiß, den ich bisher an dieser Säge habe. Ansonsten, ich arbeite nicht mehr so häufig damit, aber das, was ich mache, hat die Säge einfach zuverlässig gemacht. Genauso wie diese 12 Zuschnitte hier eben. Ich mache jetzt nochmal einen anderen Zuschnitt. Das heißt, ich nehme nochmal so eine schöne Metallwelle und säge die nochmal ab, dass wir hier noch ein zweites Beispiel haben. Wenn wir hier schon mal ein Review machen, dann werdet ihr sehen, von wegen auch das macht die Säge sehr, sehr zuverlässig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Wenn die Säge mal wieder irgendwo günstig zu haben ist bei Lidl, dann werde ich das sicherlich hier auch teilen. Ansonsten kann ich die Säge natürlich hier unter verlinken. Ich gucke mal wegen den Sägebändern, für die, die das interessieren, und ich versinke mal meine Säge. Dann seht ihr natürlich, das ist eine andere Hausnummer. Vom Preis eine andere Hausnummer, aber natürlich auch von der Qualität eine andere Hausnummer.